Einen wunderschönen guten Morgen. So, ich bin wieder unterwegs. Leider wieder ohne Max, aber wie gesagt, diese Wochenendgeschichten, die werden wohl überwiegend alleine laufen. Zum Söste Carving Cup wird er auf jeden Fall mitkommen, also zu meinem Event werdet ihr ihn auf jeden Fall auch sehen, aber er tobt sich wieder im Schnitt aus. Ja, ich bin unterwegs nach Ingelheim zum Hurricane Schnitzer Treffen. Das ist insofern eine sehr schöne und besondere Veranstaltung, weil es keine Zuschauer gibt. Das heißt, man trifft sich nur mit den Schnitzern. Es gibt da auch keinen Druck in dem Sinne, dass irgendein Werkstück fertig muss, also irgendeine Auftragsarbeit oder ähnliches, sondern man kann sich da richtig schön austoben, was eigenes Kreatives machen, einfach Projekte umsetzen, die man immer schon mal umsetzen wollte. Der einzige Wettkampfaspekt an diesem Wochenende ist am Samstag ein Qualifikationsdurchgang für die deutsche Meisterschaft. Aber auch da ist die Besonderheit, ich weiß jetzt nicht, wie es dieses Jahr bewertet, die letzten Jahre war es immer so, dass die Teilnehmer gegenseitig abgestimmt haben und je nach Reihenfolge, wer was am besten fand, der oder diejenige dann zur deutschen Meisterschaft gefahren ist. Es wird nur einen Durchgang geben, morgen auch schon um 11 Uhr, weil ja, am Wochenende sind so fast 40 Grad angesagt im Raum Frankfurt, dort ist Ingelheim nämlich ansässig und ja, von daher mal gucken, wie viel wir dann noch schwitzen und wie viel wir umsetzen werden und kalte Getränke zu uns nehmen werden, werden wir mal sehen. Ich nehme euch das ganze Wochenende gerne wieder mit, zeige euch so ein bisschen, was ich mache, zeige euch so ein bisschen, was die anderen machen und ja, viel Spaß dabei. So, nach 5 Stunden Fahrt die letzten Meter auf dem Berg, das ist relativ weit oben gelegen, kann ich mich vom letzten Mal noch daran erinnern, ich war vor 2 Jahren mal hier, auch sehr, sehr idyllisch, alles voll mit Weinpflanzen und ja, mal gucken, ob die Hitze da morgen richtig zuschlägt, bin sehr gespannt, wie sich das da oben entwickelt. Oh, da kommt ein Auto. So, nicht noch einen Unfall bauen auf die letzten Meter. Ja, dann gucken wir da erstmal die begrüßen, die da sind, dann so ein bisschen auspacken und dann geht's richtig los. Ganz gut sehen. Schön ist diesmal mit Wohnmobil. Hier wird dann geschnitzt. Markus steht nebenan. Und jetzt geht es einmal weiter über den Platz. Es sind auch einige Schnitzer schon da. Sieht man alle schon sitzen. Und jetzt geht es weiter Richtung Ausblockplatz. Hier wird dann am Wochenende alles voll sein mit Schnitzern. Das Schöne ist, wie gesagt, ein Event komplett ohne Zuschauer, ohne Zeitdruck. Der Druck wird dieses Mal vom Wetter sichergestellt. Wird man auf jeden Fall ordentlich Hitze bekommen. Und dann geht's richtig los. So, fast geschafft. Ja, hier stand ich noch vor 2 Jahren. Hat sich auch viel geändert. Alles freigeräumt. Also muss ich das vorstellen, das ist hier oben auf so einem Plateau. Da kann Max vielleicht mal so eine Aufnahme von der Drohne einblenden. Da läuft die Säge schon. Markus wartet schon sehnsüchtig und hier wird dann gleich ausgeblockt. Und Markus, welche Stämme wolltest du gerne ausgeblockt haben? Ja? Sag mal was in deinem Dialekt. Servus. Servus. So. Markus, verstehe ich immer relativ schwer, ist aber trotzdem ein ziemlich cooler Typ. So, welche wolltest du gleich haben? Ja. Unteren? Ja. Ja, Markus, jetzt... Ja, da steht, ja, da steht. Okay, sehr schön, machen wir jetzt. Ab geht die Post. Wochenende werden als Hauptstück für den Bergkreuz von Brian Fout. Da werde ich nachher noch mal ein bisschen was zu erzählen. Ich blocke ich jetzt erstmal auf.
wunderschönen guten Morgen. Ja, Tag 1 beim Hurricane Schnitzer Treffen. Ich gehe mal ein bisschen rum. Ich habe heute Morgen schon losgelegt mit meinem Bergkroll. Man kann schon eine ganze Menge erkennen. Ist ein bisschen schwierig von der Position her. Bisschen wenig Holz für viel Figur. Der Kopf gefällt mir schon sehr, sehr gut. Aber mit dem Bein, ich muss jetzt ein Bein vorne rausgucken lassen und das andere quasi auf der Rückseite. Ja, und kurz die Hose zur Seite nehmen, dann sieht man das auch ein bisschen. So soll man nachher werden. Da sieht man ganz gut ein Bein von hinten raus, muss dann beim anderen Bein hinten was wegnehmen und dann wird das schon. So, ich gehe mal ein bisschen rum, bevor es gleich losgeht. Markus ist auch schon fix und fertig. Also ja, es ist schon am Schnitzen von einem Schäferhuhn. Und jetzt gucke ich mal eben kurz rum, was die anderen so machen. Also eine halbe Stunde Speed habe ich, muss auch noch ein bisschen was vorbereiten. Und da ist schon die Sommerversion einer Schnittschutzhose. Hier wird ein Tisch vorbereitet. Also man sieht hier ganz verschiedene Kaber. Viele auch, die man sonst nicht so viel sieht. Und das Ganze relativ entspannt, komplett ohne Zuschauer. Normalerweise kann man sagen, ja, der Zeitdruck ist jetzt nicht so groß, aber einerseits möchte man natürlich auch sagen, fertig bekommen. Und auf anderer Seite ist das große Problem. Ja, Speedcarving, die Hauptfigur, und danach muss ich auch noch eine Drachenbank machen. Wird auf jeden Fall lustig. So, hier sind bei Holland, Dave und Robert. Mit denen gibt es nachher noch ein Interview. Die haben es auf jeden Fall auch richtig drauf. Ich wusste gar nicht, dass es so eine Schnittszene in Holland gibt. Aber da werde ich nachher noch mehr erfahren, wenn ich dann das Interview führe. So, geht's ab zurück. Und dann geht's gleich in einer halben Stunde los mit dem Speedcarving. Und zwar mit dieser Figur. Speedcarving ist geschafft, aber nicht diese Figur. Also das habe ich nicht im Speedcarving gemacht. Das ist jetzt der Bergtroll, der soll gleich noch ein bisschen ausgestaltet werden. Ich muss mal gucken, wie weit ich gleich noch komme. Ja, Speedcarving kann ich gleich mal eben hingehen. Ich zeige mal so ein bisschen, was die anderen Schnitzer machen. Ist insgesamt gut gelaufen. Ich habe jetzt den zweiten Platz gemacht hinter Lukas Mattmann. Der hat wirklich abgeliefert mit einem ganz tollen Bullen. Aber generell sprechen die Ergebnisse echt für sich. Also wirklich tolle Ergebnisse rausgekommen, vor allem bei dem Wetter. Ich war mit meiner nicht sehr zufrieden, ich habe aber auch gemerkt, so nach 20, 25 Minuten ging die Kraft ziemlich runter und ja, das hat sich dann so ein bisschen im Gesicht wieder gespiegelt. Ich zeige euch mal eben, was so geworden ist. So, hier eine Eule, das ist der Bulle, der den ersten Platz gemacht hat. Die habe ich mit dem Holländer getauscht, mega gut. Der ist Dritter geworden, direkt hinter mir, so eine Art Phönix. Ein kleines Schiff, das ist auch eine ganz coole Idee. Ja, den habe ich gemacht, gehen wir mal hin. Also wie gesagt, Gesicht kann ich deutlich besser. Also so ein bisschen das Gesicht hängen auf der linken Seite, aber jetzt im Großen und Ganzen ist das in Ordnung für die Witterung. Ja, dann hier viel mit Farbe, sieht aber auch schön aus. Auch mal eine ganz geile Idee, ein entgräteter Fisch. Ja, der klassische Waldgeist, Hund von Sonja, den hat sie mittlerweile auch wirklich drauf. Adler von Andreas, auch eine ganz tolle Art, das umzusetzen. Der hat wirklich einen ganz tollen Stil. Die haben immer viel Ausdruck, sieht man auch an der Hexe, die er bei mir gemacht hat, wo man wirklich sagen muss, da kam das mit den Krallen wirklich gut. Das kann
Max vielleicht gleich mal einblenden. Und hier nochmal eine Eule. Ja, ich zeige mal, was sonst noch passiert ist. Dann sind die Teilnehmer trotz der Hitze noch gut vorangekommen. Und hier haben wir einen schönen Tiki. Hier haben wir auf jeden Fall was her. Ja, das ist Lukas mit dem Otter. Sehr, sehr geile Idee. Ja, der wird wirklich immer besser. Mega gut, vor allem weil es so wirklich eine freischwebende Position ist. Halt nochmal hier von der Seite drauf, vielleicht kann man es dann nochmal gut sehen. Tja, gehen wir mal weiter. Lukas, was sagst du denn zu deinem Sieg? Warte, hier meine Kamera. Ist doch geil geworden, oder ja, nicht? Auf jeden Fall. Absolut verdient. Lukas, okay. Lukas sehen wir diesmal auch bei der Deutschen Meisterschaft. Der wird auf jeden Fall auch nicht abräumen. Komm noch mal hin. Ah, das Thema ist durch. So. Andreas mit der Schildkröte. Sieht auch klasse aus. Muss versuchen, dass der Kopf vorne rausgeholt werden. Er hat die Sommerversion einer Schlittschuhhose an. Das trägt man heutzutage. Sonja noch beim Löwen bei. Und das ist eine Bank, die ich gerade mit einem Schnitzer zusammen gemacht habe. Eine Drachenbank. Also ich habe das Ei geschnitzt mit dem Drachen drin. Und er hat das jetzt einmal überarbeitet. Und die setzt das jetzt gerade zusammen. Macht auf jeden Fall was her. So, dann gucken wir uns die letzten beiden noch an. Und dann geht es gleich weiter. So, ein kleiner Schäfer oder Zimmermann. Zum Endspurt los. Also ich schätze, wir haben es derzeit 35 Grad. Okay, noch Markus muss nur zeigen. 35 Grad im Schatten plus eine sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Also es macht definitiv keinen Spaß, bei dem Wetter zu schnitzen. Aber wirklich trotzdem tolle Ergebnisse. Alles klar, bleibt dran. Ich habe einen Interviewgast heute, das Dave vom Holland. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so gute Carver in Holland gibt. Habe hier zwei kennengelernt, die beiden auch direkt zum Event eingeladen. Dave hat auf jeden Fall schon mal zugesagt. Und ja, ich würde es ganz interviewen, um ihn mal kennenzulernen. Dave, first of all, thank you for the interview. I heard, I can see you're a really good carver. And what is your biggest piece you ever carved? Like 10, 12 inches high.
Would be great to get a picture so we can get it directly into the video. Yeah, no worries. Okay, perfect. And what's your favorite tool except the chainsaw when you carve? Harry Ken, huh? Okay, obviously. Yeah, so that's good. Ich werde ein paar Videos einblenden von ihm, um mal zu zeigen, was er so drauf hat. Wir haben auch schon getauscht. Er ist von mir in der Indianertopf von 45 Minuten Kickstarter bekommen. Ich habe zwei liebende Schweine von ihm bekommen. Wirklich eine tolle Arbeit. Thank you for the interview. Hope we see us. We see us in the Vorsang in August. Meine Damen und Herren. Looking forward to see you again. Meine Damen.